Fünf Dinge, über die nicht oft gesprochen wird, die dich aber extrem erfolgreich machen können. Ich habe Maschinenbau studiert, als Ingenieur gearbeitet. Die Firma wurde dann irgendwann verkauft. Dessen Geschäftsführer hat dann zu mir gesagt, Fabian, get the f*** out of here. Ich habe einige Immobilieninvestments getätigt im Buy-and-Hold-Bereich. Ich habe eine Lebensmittelmarke mit meinen drei Geschäftspartnern aufgebaut, die wir erfolgreich im Jahr 2017 verkaufen konnten. Und mit Fix & Flip einige Objekte entwickelt und verkauft, bis wir dann alle zusammen im Team bei 7 Plus Club gelandet sind. Während der Zeit haben wir extrem viele Sachen gelernt und mitgenommen. Ich habe mich mit meinen drei Mitgründern zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, welches waren denn die fünf wichtigsten Punkte, die wir in den letzten Jahren mitgenommen und gelernt haben, die ein Unternehmen nachhaltig und langfristig erfolgreich machen können. Hätte ich die Sachen gewusst, bevor ich meine Projekte begonnen habe, wäre das auf jeden Fall ja, ein großer Shortcut gewesen. Deswegen könnte es auch für dich, wenn du ein Projekt oder ein Unternehmen starten möchtest, ein Shortcut sein. Es ist eigentlich ganz egal, in welcher Lage du dich befindest, weil Jeff Bezos war auch schon 30 Jahre alt, als er Amazon gegründet hat. Dementsprechend ist es nie zu spät. Und diese fünf Dinge werden dir dabei helfen, deine Ziele nachhaltig und langfristig zu erreichen. Wichtig ist dabei nur, wenn du ein Projekt oder eine Firma gründen möchtest, dass du eine Idee oder Vision hast, worauf du hinarbeiten kannst. Wenn du 100 Ideen hast, dann ist natürlich wichtig, dass man da ein Ranking macht und halt die Sache verfolgt, für die man brennt und auch ein gewisses Grundwissen vorhanden ist und nicht irgendeine willkürliche Sache gemacht wird. Und wenn du gar keine Idee hast, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Dann kann ich da in der Zukunft gerne auch ein Video dazu machen, wie man für sich selber eine Idee für ein Projekt entwickeln kann. MVP, Minimum Viable Product. Das heißt so viel wie, du musst ein Produkt entwickeln und bauen, das nicht komplett perfekt und ausgereift ist, sondern einfach anfangen mit einer Kleinigkeit, die Zielgruppe anspricht, aber noch nicht ins letzte Detail ausgereift ist, weil, ja, wie war es bei uns früher? Wir haben uns oft ins Produkt verliebt, aber nicht in die Umsetzung, in den früheren Projekten, die wir getätigt haben, die auch teilweise im Sand verlaufen sind. Und das war der erste Punkt, dass der extrem wichtig ist, dass du ein gescheites Produkt entwickelst mit dem Kunden zusammen. Tesla zum Beispiel hat auch die ersten Autos entwickelt für technisch affine Leute, für Technikfreaks. Das war kein Massenprodukt. Das hat eine gewisse Zielgruppe angesprochen. Da gab es auch wahrscheinlich einen engen Austausch, um das Produkt weiterzuentwickeln, damit es nachhaltig und langfristig eine Massenzielgruppe ansprechen kann. Das Learning ist, dass man das Produkt nicht komplett bis ins letzte Detail weiter und fertig entwickeln muss, bevor man an den Markt geht, sondern einfach mit einem Umriss, der grob funktioniert, der die ersten Kunden mit ins Boot holt zu einem reduzierten Preis, um langfristig und nachhaltig mit ein paar Kunden zusammen das Produkt zum Final Point zu optimieren. Komme ins Machen, optimiere später. Der erste Kunde bei 7 Plus Club, den habe ich im Fitnessstudio mit dem IT-Kollegen von mir zusammen geclosed. Wir haben noch tolle Erinnerungen an den Abend. Der hat gesagt, Fabian oder Herr Fröhlich, wir waren nicht per Du, aber ich sage jetzt einfach mal Fabian. Fabian, das Produkt, geile Idee, richtig geil, das ist noch nicht ausgereift, aber weißt du was, ich gebe dir 250 Euro im Monat für ein Jahr oder ein halbes Jahr, weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Wir tauschen uns eng aus im Detail und dann wird es was richtig Gutes. Der hat uns einen Vertrauensvorschuss gegeben, ein deutlich geringeres Budget, als wir uns erhofft haben. Aber es war ein Riesenerfolg, dass wir es geschafft haben, überhaupt einen Kunde dazu zu überzeugen, wie geil 7 Plus Club ist. Dann ist er tatsächlich Kunde geworden, hat das Geld überwiesen. Wir haben zusammen mit dem im engen Austausch die Feedbacks immer einfließen lassen in das Produkt, um es zu optimieren. Also du musst immer flexibel und spontan sein, um den idealen Product Market Fit zu erzielen. Das heißt, das Produkt muss perfekt in den Markt passen, bevor du von den technisch affinen, die Freaks, die richtig geil auf dein Produkt sind, an den größeren Markt rausballern kannst. Und wie schafft man das? Mit einem Minimal Product, einen technisch affinen Kunden abschließen, der wirklich dran glaubt und Lust drauf hat, das mit euch zu machen und auch der Lust drauf hat, gemeinsam mit dir zusammen das Produkt weiterzuentwickeln, damit es einen größeren Markt Adresse findet. Flexibilität, Spontanität und Agilität. Immer schnell, flexibel das Produkt anpassen, so dass es der Kunde richtig geil findet.
dritte Punkt ist dann die Beharrlichkeit. Daran scheitert es bei den meisten. Wenn ich ehrlich zu mir selber bin, sind auch ein paar Projekte gescheitert, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die wir gar nicht weiterverfolgt dann haben, weil wir einfach nicht beharrlich gewesen sind. Also wir haben nicht durchgezogen. Du musst bereit sein, übelst durchzuziehen. Also wenn man eine Firma gründet, ein Projekt angeht, dann muss man immer weitermachen. Also es gibt immer Punkte, wo man sich selber in Frage stellt und das Produkt in Frage stellt und die ganzen Sachen, die man da macht, in Frage stellt. Und das sind genau die Punkte, an denen die meisten scheitern. Man muss dann über seinen eigenen Schatten springen, back to the roots, sich überlegen, warum habe ich überhaupt angefangen? Was ist meine Vision? Das große Ganze muss man wieder in seinen Kopf reinrufen, um diese Durststrecke zu überwinden, damit man weiterkommt, langfristig und nachhaltig erfolgreich wird, das Produkt, das an den Product Market Fit optimiert wurde, richtig groß rauszubringen. Weil ohne Verkaufen und Rausgehen damit, findet ja keiner heraus, hey, da gibt es ein cooles Produkt. Man muss beharrlich bleiben, die zwei ersten Punkte erreichen und langfristig weitermachen, um noch größer zu werden und weiterzukommen. Wenn du schon vorher weißt, dass solche Down-Phasen Teil des Prozesses sind, dann weißt du natürlich vorher auch, die hören irgendwann wieder auf. Also wenn du das weißt in deinem Kopf, dass das so ist, dann kannst du die Journey viel besser genießen. Der Weg ist das Ziel. Einfach immer weitermachen. Wenn es mal schlecht läuft, wenn die Ideen oder der Mindset oder die Laune mal schlecht ist, dann weißt du schon, ey, es wird eh wieder besser. Wenn es gut ist, musst du aber halt auch wissen, irgendwann wird es mal wieder schlechter und man muss dann die nächste Durststrecke überwinden. Finde Gefallen daran und mach einfach das Beste draus. Das gilt übrigens nicht nur für die Produktentwicklung oder auch für den Vertrieb, für mich zum Beispiel war einer der Punkte der Beharrlichkeit der erste Sales-Mitarbeiter, den ich gewinnen konnte. Hätte ich da aufgegeben zu früh, hätten wir wahrscheinlich Seven Plus nie durchgezogen, weil ich kann einfach nicht so gut verkaufen wie ein professioneller Seller. Und jetzt hat sich die Beharrlichkeit ausbezahlt, weil es ist dadurch ein richtig gutes Sales-Team entstanden. Bei Fix & Flip zum Beispiel ist es so, du kaufst eine Wohnung, sanierst die und willst sie verkaufen. Das klappt nicht. Was machst du dann? Das ist das Worst-Case-Szenario. Du musst es dann vermieten oder sonst irgendwas damit machen. Aber vermieten wäre halt der Worst-Case. Und wenn der sich nicht rechnet, dann hast du ein Riesenproblem. Deshalb ist es wichtig, in so agilen und turbulenten Zeiten, wie wir aktuell haben, immer den Worst-Case abfangen zu können. Warren Buffett hat schon so schön gesagt, Rule number one, never lose money. Rule number two, don't forget Rule number one. Und wenn du eine Immobilie kaufst, wo du auf den Verkauf angewiesen bist mit Gewinn, ja, und das klappt nicht, dann hast du beide Grundregeln verletzt. Dementsprechend, im Unternehmertum gibt es jetzt kein Beispiel, das auf alle Cases eintrifft. Deswegen immer im Hinterkopf behalten, wie sieht der Worst Case aus, wie sind die Ausstiegskosten und kann ich die abfangen oder nicht. Habe immer einen Masterplan. Aber wenn man vom Bauch raus schon irgendwie denkt, oh, Plan B, den werde ich brauchen und der ist nicht so geil, dann würde ich, glaube ich, auch gar nicht damit anfangen, weil jede Energie, die man in Plan B reinsteckt, geht in Plan A verloren. Den braucht man idealerweise nie. Den Plan B. Aber abfangen muss man trotzdem können. Ich muss ganz kurz die Durststrecke überwinden, ey. Die einfachste Grundregel: Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Das hört sich jetzt erstmal so einfach an und jeder weiß es. Aber ich beobachte immer öfter, dass es doch nicht jeder weiß oder nicht richtig berücksichtigt. Ich mache mal nur so ein paar Beispiele. So steuerliche Fallstricke bei Firmen, wo Leute drüber stolpern können. Erste Jahr wird gut Gewinn gemacht, im zweiten Jahr auch, dann läuft es ganz gut, dann kommen die Steuernachzahlungen des letzten Jahres, die Steuervorauszahlungen des laufenden Jahres, alle auf einmal und das sind halt extreme Liquiditätsbelastungen, mit denen man halt einfach rechnen muss. So, das passiert oft, was auch noch manchmal passiert, habe ich jetzt auch schon öfter mitbekommen, die Rechnung ist hoch und wird verschickt. Der Kunde zahlt nicht, die Umsatzsteuer ist aber fällig und dann kommt noch die Gewerbesteuernachzahlung und so weiter. Alles auf einmal mit dazu, dass man immer weiß, wie viel Steuern muss ich eigentlich zahlen, weil Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Das muss man einfach sich den Stempel einbrennen, dass es so ist und auch wirklich dran denken. So einfach wie das klingt, du musst dich damit beschäftigen und die Grundregeln einhalten und immer auf dem Schirm haben, auch im laufenden Business. Du brauchst einen guten Steuerberater, der dich dabei unterstützt, aber auch der kann dich nur so gut unterstützen, wie du ihn mit Informationen fütterst. Das heißt, wenn du selber keinen Überblick hast, was hast du vor, was machst du, kann dich der beste Berater nicht angemessen beraten. Deswegen musst du den Hut selber aufsetzen und immer wissen, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Es ist extrem wichtig, dass man eine geile Idee hat, die durchzieht
und immer langfristig dran bleibt. Auch wenn man mal ja, Erfolg hat, wieder dranbleiben, nicht aufhören, immer weitermachen. Und das ist genau das, was auch mich betrifft. Ich muss immer dranbleiben und weitermachen. Das ist nie zu Ende, das Thema. Man muss als Unternehmer immer am Ball bleiben. Da gibt es wahrscheinlich keinen Tag, wo das Handy nicht klingelt. Das ist als Angestellter ein bisschen angenehmer, aber dafür ist die Upside halt auch eine andere. Das muss einem einfach bewusst sein. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die du jetzt als sehr wichtig empfindest, die ich jetzt nicht erwähnt habe in dem Video? Ja, let me know in den Comments below und dann können wir vielleicht darauf auch nochmal eingehen oder vielleicht kann ich auch das eine oder andere daraus lernen. Teile gerne dein top persönliches Learning unten in den Kommentaren.